Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute etwas zeigen, was ich bei Amazon bestellt habe. Ist in Wirklichkeit oder im Prinzip nur eine Kleinigkeit, aber danach habe ich lange gesucht und jetzt habe ich es endlich gefunden. Und zwar geht es um das Thema Rahmenschutz. Wir haben ja hier hinten an der Kettenstrebe, da gibt es ja Rahmenschutz mit Klettverschluss, den man da dran machen kann. Und wenn die Kette dann schlägt, die da drauf. Diese Sachen sind oben meistens gepolstert und so kann die Kette, wenn man im Gelände fährt und die viel schlägt, so kann die Kette nichts beschädigen am Rahmen. Für den Rest, da gibt es im Prinzip nichts. Man kann hier zwar auch an diesen Streben diesen Kettenschutz dran machen, also diesen Kettenstrebenschutz, der würde hier auch passen, obwohl man den jetzt hier speziell nicht braucht, aber wo ich den gerne habe, das ist hier vorne. Obwohl ich den jetzt nicht dran habe. Hier für diesen Bereich, den habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt, da gibt es von Fahrer einen Schutz, der hier den ganzen Bereich schützt. Mir geht es da speziell um Steinschläge von hier unten. Ich bin schon im Gelände auf Wegen unterwegs gewesen, wo wirklich solche Steine hier gegen den Rahmen geschlagen haben. Teilweise auch gegen das Knie, das ist dann unangenehm, oder gegen das Schienbein, aber hier, das knallt ordentlich, wenn hier was gegen fliegt. Und da gibt es halt von Fahrrad diesen Neoprenschutz und den kann man dann hier rummachen. Dann ist der ganze Bereich halt auch vor Schlamm etc. geschützt. Dann habe ich hier einen ungefähr 3 mm dicken Gummi dran mit Kabelbindern. Das sieht eklig, also hässlich aus. Eklig nicht, aber hässlich. Und ja, wenn ich das Fahrrad zum Abschließen anlehne, dann soll dieser Gummi halt hier diesen Bereich schützen vor Beschädigung. Und ja, da habe ich jetzt halt etwas gefunden, was endlich dieses hässliche Gummi hier ersetzt. Das ist auch total unpraktisch hier mit den Kabelbindern. Die Kabelbinder haben nach dem Abschneiden auch scharfe Kanten. Wenn man das Fahrrad in den Montagehalter macht, dann ist das hier nicht so gut zu handeln mit den Kabelbindern. Und da habe ich jetzt endlich etwas gefunden, was man da machen kann. Und das habe ich aber nicht im Bike-Zubehör gefunden, sondern im Elektro-Zubehör. Im Elektro-Zubehör gibt es sowieso eine tolle Sache und das sind hier diese Spiralschläuche. Da könnt ihr Kabel mit zusammenbinden und ich habe das jetzt hier genutzt, um halt Seilzüge zusammenzumachen. Das ist jetzt weiß, nur damit man es halt jetzt mal besser sieht. Ich habe auch noch schwarz und hier in dem blauen bestellt. Dann werde ich hier je nachdem schwarz oder blau dran machen, je nachdem was besser aussieht. Und dann sieht das ganze Cockpit halt aufgeräumter aus. Jetzt aber hierzu im Elektrobereich habe ich hier von der Firma Wertmann einen Neopren-Kabelschlauch gefunden. Und zwar ist das ein 13,5 cm langes Neoprenstück. Da ist die Innenseite weiß beschichtet mit einem Material, was an Klett haftet. Also quasi hier dieses Fusselmaterial vom Klett. Und auf der anderen Seite ist ein Streifen mit Klett, sodass man das um ein Rohr herumlegen kann und dann quasi zumachen kann mit dem Klett. Und man kann das in Länge schneiden, so viel wie man braucht. Das ist jetzt hier auf Rolle, 3 Meter lang. Und die Breite kann man natürlich auch zurechtschneiden oder mehrere in der Breite kombinieren, weil die Fusselseite für den Klett innen über die gesamte Breite geht. Und dann könnte man diesen Bereich hier jetzt mit diesem Material, ich hole das mal raus, um es besser zu zeigen. Hier vorne ist extra ein Schlitz, wo man dann als Spender das entnehmen kann. Ja, und so sieht das dann aus. Die Innenseite ist das weiße Fusselmaterial und hier ist der Klett. Und dann kann ich das halt abschneiden, so viel wie ich brauche. Und kann auch noch, wenn das jetzt hier nicht rumreicht, noch ein zweites Stück nehmen und das ein bisschen schmaler schneiden, damit ich hier quasi passgenau rumkomme. Und dieser Bereich ist dann hier mit diesem Neoprenmaterial geschützt. Das ist jetzt hier, würde ich sagen, 3 mm dick. Das reicht auf jeden Fall aus. Ich will das Fahrrad ja nur irgendwo ein bisschen anlehnen. Und dann könnte man sich auch zum Beispiel vorne an der Gabel was rummachen. Je nachdem, da wo ihr das halt für richtig haltet. Diese Rolle hier, die hat jetzt bei Amazon 15 Euro gekostet, 3 Meter lang. Eigentlich braucht man nicht viel davon. Aber wenn ihr jetzt Freunde habt oder so, dann könnt ihr euch ja so eine Rolle teilen. Oder eben halt noch andere Bereiche des Bikes mit diesem Material schützen.
Wie gesagt, das ist von der Firma Wertmann. Da gibt es auch noch billigere Versionen, wie es halt überall so ist. Das müsst ihr wissen, ob ihr jetzt eine 3-Meter-Rolle für 6 Euro kauft oder wie ich die für 15. Das ist eure Sache. Wertmann sagt eben halt, dass hier die Qualität so gut ist, dass der Klett sich nicht ablöst. Also dieser schmale Streifen, der da aufgenäht ist, der soll sich nicht ablösen. Die Zukunft wird zeigen, ob das stimmt. Aber aufgrund dieser Aussage habe ich das jetzt mal die teure Version gekauft. Und ich kann ja dann in ein paar Monaten noch mal ein Video machen und darüber berichten, wie es halt ist. Und ich habe das gerade abgeholt von der Post, deswegen ist es jetzt noch nicht dran. Ich muss auch zur Arbeit, ich habe jetzt also nicht viel Zeit. Wollte euch das aber unbedingt zeigen, weil ich finde das richtig klasse. Und ja, kommt halt aus dem Elektrozubehör und nicht aus dem Bike-Zubehör. Das habe ich aber beim Bike-Zubehör immer schon vermisst. Ja, das war es erstmal dazu. Alle nötigen Links poste ich in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das bestellen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Tipp, viel Spaß beim Fahrradfahren und nicht vergessen, immer Helm aufsetzen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.